Aus Maschendraht geformte Wolken, an denen rund 800.000 Kristalle hängen. Durch den Lichteinfall entsteht ein ständig wechselndes Farbenspiel. Das Künstlerduo K.U. Perrot hat diese Installation in den Tiroler Alpen geschaffen. Inspiriert dazu hat sie ihre erste Landung auf dem knapp 20 Kilometer entfernten Innsbrucker Flughafen. Die Umgebung hier ist einfach dramatisch, mit den Alpen rundherum. Und wenn man hier landet, dann taucht man zwischen Wolken in die Berge ein, verschmilzt fast mit ihnen. Und wir dachten, kann man dieses einmalige Erlebnis nicht irgendwie vermitteln, indem man etwas ganz Neues hier schafft? Die Kristallwolke ist das bisher größte Projekt des in Vietnam geborenen US-Amerikaners Andy K.U. und des Franzosen Xavier Perrot. Seit 14 Jahren arbeiten die beiden zusammen. Einfach, um mit neuen Ideen und Materialien zu experimentieren, die man so noch nie in der Landschaft gesehen hat. Im Freien erwecken wir den Kristall erst richtig zum Leben. Denn hier kann er mit der Natur interagieren. Mit dem Wind, dem Licht, dem Mondschein, dem Schnee. Und dabei verändert er sich dauernd. Die Wolke von K.U. Perrot ist die neue Attraktion der Kristallwelten, eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Gerade wurde sie für rund 34 Millionen Euro erweitert. Im Zentrum der sogenannte Grüne Riese. In seinem Bauch befinden sich seit 1995 die vom österreichischen Multimedia-Künstler André Heller inszenierten Wunderkammern. Anlass war die 100-Jahr-Feier des hier gegründeten Unternehmens Swarovski. K.U. und Perrot haben sich die Wunderkammern ganz genau angesehen, bevor sie mit der Arbeit an ihrer Kristallwolke begannen. Wir wollten das Prinzip der Wunderkammern, eine Welt der Fantasie, die sich in einem geschlossenen Raum verdichtet, auch in der freien Natur erlebbar machen. Rückblick. 2 Jahre hat der Bau der Kristallwolke gedauert. Nur die groben Umrisse waren auf Plänen festgelegt. Dann begann für K.U. Perrot und ihr großes Team die Improvisation. Auf Anweisung der Künstler platzierten 30 Kletterer die Kristalle. Wir sind über die Wege und den Rasen gelaufen und haben geguckt. Was sehen wir? Wie wirkt das auf uns? Und so haben wir das langsam entwickelt und immer wieder bis zur endgültigen Form verändert. Bei jedem Projekt geht es darum, etwas auszuprobieren. Und wir müssen lernen, unserem Instinkt und unserer Intuition zu vertrauen. Das ist es, was uns leitet. Schon 2004 überraschten die Künstler in Kalifornien mit einer Installation aus Angelschnüren und Textilien. In Kanada stellten sie bewohnbare Riesenlaternen in einen Park. Und vor dem Schloss von Versailles in Frankreich ergeben Korn- und Plastikstäbe je nach Wind unterschiedliche Muster. Wir nennen unsere Projekte lieber Lebenswelt und nicht nur Garten oder Landschaft. Sie umfassen 3 oder 4 Dimensionen. Die Bewegung und das Wetter gehören auch noch dazu. Es geht auch viel um Interaktionen. Mit Kristallen hatten die beiden Künstler schon vor kurzem auf der Terrasse eines englischen Landhauses experimentiert. In Tirol können sich die geschliffenen Glassteine jetzt auf einer Fläche von 1,3 Hektar ausbreiten. Pro Jahr werden fast 1 Million Besucher aus der ganzen Welt erwartet. Besucher aus den Vereinigten Arabischen Emiraten denken wahrscheinlich zuerst an Sanddünen, wenn sie das hier sehen. Und Menschen, die vom Meer kommen, assoziieren die kleinen Hügel nicht mit Bergen, sondern mit Wellen. Man kann alles hier unterschiedlich interpretieren und jeder soll die Freiheit haben, das zu sehen, was er sehen will. Einen Moment ganz bei sich selbst sein und kurz aus der Realität des Alltags fliehen. Das ist das Beste, was ein Garten bewirken kann. Die Künstler sind jetzt schon gespannt, wie sich ihre Kristallwolke entwickeln wird. Wind und Wetter werden Draht und Steine im Lauf der Jahreszeiten stark verändern.